vor der Taufe. Morgen. Guten Morgen. So, wir sind jetzt hier in Parc de la Vallée, kurz angehalten. Also wir haben immer noch nicht das Review zu La Cinecenie gedreht. Das wir waren ja gestern noch in Puy du Fou und ich bin es immer noch am Verarbeiten. Ich versuche mich jetzt mental gerade auf diesen Park einzustellen. Ich sehe Schwarzkopf, ich bin schon dabei. Ja, wir sind hier, weil es hier eine Schwarzkopf-Achterbahn gibt. Und es ist ein sehr kleiner Park, glaube ich. Ja, wir sind hier schnell durch. Wir haben einen Stempel bekommen am Eingang direkt. Noch ein. Ich bin jetzt voll zugestempelt. Das hier sieht aus, als würden sie gerade noch einen kleinen Wasserpark im Park bauen. Ich glaube, der wird nicht gebaut. Oder der ist noch nicht geöffnet und ist gerade noch ein bisschen zerlegt. Ja, naja, ja. Auf jeden Fall gehen wir mal Richtung Achterbahn. Yes, 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 yes. Diese Bahn sieht ultra süß aus. Und richtig cool mit den Felsen hier. Oh, ich freue mich richtig da drauf. Jetro-Coaster. Bobsleigh. Ja, ein Schwarzkopf-Jet-Coaster. Uralt das Teil, keine Ahnung von wann. Uralt. Uralt. Das finde ich sehr toll, aber es tat auch weh. Also es ist eine Bahn, wo man halt so hintereinander sitzt. Wir haben uns jetzt alle einzeln hingesetzt. Ich glaube, wenn wir zusammen gesessen hätten, direkt hintereinander, wäre es besser gewesen. Süß. Ja. Es ist schon süß, die Bahn, aber... auch wirklich sehr alt. Ich bin da halt richtig drin rumgeflogen und es hat wirklich mein Rücken einmal geknackt. Das war echt ganz gut. Die Bremse hat doch richtig reingehauen. Die Bremse war das Schlimmste. Aber ich glaube, wenn man da zu zweit drin sitzt, ist es besser. Vielleicht können wir das ja noch ausprobieren. Da hinten ist noch ein Wurmi. Okay, wir machen erst den Wurmi noch. Okay. Da haben wir vier Counts. Vier? Vier? Dann hinten Wo ist noch mehr? Denn noch mehr Counts? Ja, dann gehen wir nach hinten weiter. Ach so, ich dachte, hier sind nur zwei. Monsieur Caribal, je veux pas mourir. Okay. Hier wird offenbar gerade eine Wildwasserbahn gebaut, die scheint noch nicht geöffnet zu sein. Das Dach ist auch noch nicht ganz vollständig und hier, gibt es hier Leihcaves? Interessant, aber die Leihhose finde ich immer noch besser. Okay, also das hier sieht aus, als würden wir den Park jetzt gerade verlassen. Ah, da unten ist noch irgendwas, was mit ganz viel Flatterband abgesperrt ist und wo so Schwimmwesten sind und ein Fluss. Da gehe ich jetzt mal gucken, was da los ist. ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, das Einzige, woran man erkennt, dass man noch in einem Park ist, sind die Mülleimer. Trash can check. Okay. Es wurde eine Schiene gesichtet.
ist das denn? Ein riesiger Fake-Butterfly oder was? Hä? Was ist das? Das sieht ja... Hä? Fährt das? Ist das? Also ich finde, das sieht aus wie eine, wie das, was der Opa da in Italien baut. In seinem Garten. So sieht es aus. Ja, leider macht das erst um 1 auf. Deswegen werden wir wohl doch länger in diesem Park sein, als wir erst dachten. Als nötig. Als nötig, ja. Aber ich will da schon fahren. Das sieht schon sehr witzig aus hier. Okay. Da ist offenbar ein Klo. Okay, wir haben gerade was mega Witziges gefunden. Das sieht ja ultra witzig aus. Was zur Hölle ist das? So. Wir schieben das jetzt offenbar hoch, okay. Also ich krieg definitiv hier die Vibes von dem Park in Italien. Da haben wir auch unsere Achterbahn selber den Berg hochgeschoben. Oh Gott! Tschüss, Mike! Hey. Etwas extra Gewicht noch. Kannst du es vielleicht auch festhalten kurz, damit ich da gefahrlos einsteigen kann? Okay. Hui. Das ist ultra witzig. Okay, das war ziemlich witzig. Ja, das war jetzt irgendwie eine große Überraschung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das war mega lustig. Ich war froh, dass Franzi mein Ding noch festgehalten hat, als ich da oben eingestiegen bin. Weil ich glaube, Mike ist so eingestiegen, während das schon losgerollt ist. Da ist ja keine Bremse oder so drin. Das ist nur am Ende so eine Bremse, bis irgendwie sowas. Ja, aber es war mega lustig. Also es ist wirklich mega witzig. Ist das ein Count? Echt? Wie cool. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Ja, ich bin jetzt gerade noch ein zweites Mal gefahren und bei der zweiten Fahrt ist mir aufgefallen, dass da eine Schnecke drin ist. Und dann konnte ich es nicht mehr fahren. Dann habe ich überlegt, ob ich da reinlaufe und die Schnecke rette. Aber dann dachte ich so, ja, ich will auch kein Parkverbot haben. Deswegen habe ich es gelassen und habe einfach gehofft, dass die Schnecke schnell genug weg ist, bevor die nächsten Leute kommen. Aber die sind jetzt auch gerade schon gefahren. Deswegen, oh, ich weiß nicht, hier mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber ja, so ist das Leben. Das ist halt leider so. Wollen wir sie schon mal anstellen? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal nach vorne wieder und genau, fahren den Wormi. Aber in einer Stunde ist Türöffnung. Was übrigens auch das Maskottchen vom Park ist. Eine Raupe, ne? Ist es? Ja. Eine Raupe. Dieser Park hier hat ein sehr, sehr, sehr komisches Publikum. Also ich verstehe die Zielgruppe nicht. Man würde meinen, so ja, Familien mit Kindern, aber zum Beispiel die nach uns diese Bahn eben gefahren sind, das sind so 4 Männer, so im Alter von 30 bis 50, würde ich sagen.
einer hat nur noch so eine Kippe im Mund. Ist das Ding eigentlich mit der Kippe gefahren auch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Und echt, überall, wo man hinguckt, komische Menschen irgendwie. Also, überall passieren komische Dinge. Gut, und mindestens zwei Junggesellenabschiede haben wir auch schon gesehen. Okay. Also, der Wurm, der hat laut Schild von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr geschlossen, aber laut dem laminierten Schild da von 13 Uhr bis 14 Uhr. Und laminierte Schilder haben immer mehr Aussagekraft als normale Schilder. So, wir sind inzwischen den Wurm gefahren und die Bedienerin hat den halt so angeschoben und dann habe ich so überlegt, so ja, das ist wie im Migloland, ne? Da hat auch der bisschen Dollar noch, da hat er auch den Wurm so richtig angeschoben. Dann habe ich mal auf Coast Account geguckt und rausgefunden, dass das der Wurm aus dem Migloland ist. Blöd, naja. Ja, dann haben wir jetzt noch hier gechillt, passiert. So eine Stunde. Wir wollten eigentlich diese Bahn noch mal fahren, aber die hat jetzt gerade Mittagspause. Und jetzt machen wir uns so langsam auf den Weg nach hinten, um noch diesen, weiß ich nicht, Butterfly, genau, whatever, zu fahren. Was? Wow. Ja, und darauf haben wir eine Stunde gewartet, yeah. Aber das ist unspektakulärer als ein Butterfly, so wie das aussieht. Aber wir wollen ja unser Urteil noch nicht jetzt fällen. Wir wollen es ja erstmal fahren und dann schauen wir mal. Ich finde übrigens, der Nestle-Sonnenschirm rundet das Gesamtbild perfekt ab. Es hat sogar vier Plätze nebeneinander. Gell, ihr checkt nochmal, ob der Bügel bei euch auch gut zu ist. Nicht, dass ihr rausfallt gleich. Weiß ja nicht, vielleicht macht es ja spontan noch ein Looping oder so. Oha. Ich komme dir auf den Zunge. Schön die Stange rücken. Oha. Matthias, wollen wir ein Review während der zweiten unfreiwilligen Fahrt machen? Wir fahren nochmal. Yay. Also ich glaube, Mike fand's cool. Wir fahren nur nochmal, wenn wir nicht verstanden haben, mal gefragt hat, ob wir nochmal fahren wollen. Achtung. Oh. Gerade unten. Das ist echt besser. Also Butterfly ist echt besser, ne? Ja. Nochmal. Da wird es nicht so blöd gerade. Aber wenigstens bremst das hier ein bisschen. Ja, haben wir voll kaut, ne? Das war jetzt echt kein Highlight, das letzte. Aber gut, Review habt ihr ja schon bekommen während der Fahrt, während der zweiten Fahrt. Ja, war nicht so dolle, aber gut. Ja, der Mitarbeiter tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Der sitzt da so einsam und Mann, Sünde. Ist dann so. Ja, aber gut, jetzt gehen wir raus. Haben wir doch den Park schon. Also wäre die Bahn früher auf gewesen, hätten dann wir den Park, glaube ich, eine halbe Stunde durchgehen. Ja, aber gut. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ein witziger Park. Ich finde es schön hier an dem Fluss. Hier ist ja, so, der Park liegt so am Fluss. Ganz sehr schön. Ja. Und er ist sehr lang gezogen. Also ich fand es wirklich sehr süß hier. Und witzig. Gerade diese
wie heißt das, diese Bobbahn oder so, war ja wirklich mega witzig. Sehr besonders auch, ja. Ja, jetzt gehen wir raus. Jetzt sind wieder komische Leute hier, ne? Ist echt der... Nur komische Leute. Oh Gott. Gut. Ja, also wir sind auf dem Weg zum Ausgang und verabschieden uns. Ein Video folgt noch von unserem Roadtrip to Puy de Fou. Ja, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Jetzt aber ist es der Roadtrip von Puy de Fou nach Hause. Eigentlich, ja. Gut, aber wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr diesen Park kanntet vorher oder sogar schon mal hier wart. Das wäre witzig, wenn jetzt jemand sich findet, der hier schon mal war. Ja, Schwarzkopf-Fans müssen natürlich her, ne? Ja. Oh, jetzt wird die gar nicht nochmal gefahren. Naja, aber egal. Macht gleich wieder auf. Oh, vielleicht. Okay, wir wissen, beende nie einen Vlog, bevor du aus dem Park gehst. Es kann noch viel passieren. Ja, auf den letzten Metern ist noch viel passiert. Tatsächlich sind wir noch mal die Achterbahn gefahren, die Schwarzkopfbahn. Da kommt übrigens Matthias gerade aus dem Shop. Da kommen wir gleich zu. Erstmal wollte ich ja noch mal mit Matthias zusammenfahren. So, dann sind wir halt letzte Reihe gefahren. Erstmal hatte ich den Bügel halt an den Brüsten. Und es war nicht so ruckelig, also die schlägt da nicht, die Bahn, die ist einfach nur, hat nur krasse Kräfte irgendwie. Zur Seite hin ging es diesmal, aber nach vorne hin war es krass und der Zug war diesmal auch voll. Also wir hatten echt noch eine krassere Bremse als vorhin. Dann haben wir noch einen Shop entdeckt, ne Matthias, da gab es auch Parkmerch, Shirts und so, gab es auch vom Park. Was hast du dir gekauft? Ein Magnet. Einen Magneten? Ja. Zeig ihn mal. Oh. Ich habe Matthias gesagt, er soll keinen Magnet kaufen. Der ist süß. Ja, okay, das ist schon ein bisschen süß. So, was ist denn passiert, Matthias? Du wurde es belästigt, glaube ich. Also, mir hat einfach ein Kind an die Brüste gefasst. Ja, es war halt ein Kind, das war so vielleicht 6 Jahre alt, 5, 6 Jahre alt. Und fast mir einfach so. Da es wollte halt. Mickey ja, Mouse es wollte gesehen. Den Aufdruck, aber trotzdem hatte ich plötzlich die Hand von diesem Kind an den Brüsten. Und war ein bisschen geschockt dadurch. Das passiert mir halt sonst nicht eigentlich. Also, ich erinnere mich generell nicht dran. Also, ja, vielleicht, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, ja. Aber so in einem Park? Oh. Wow. Deswegen 2 Euro Aufpreis. Und diese Familie hatte sich dann so 4 Eimer Zuckerwatte gekauft und alle auf den Boden geschmissen, direkt als sie aus dem Shop rausgelaufen sind. Ernsthaft? Ja. Und dann haben wir noch den, wir glauben, Parkbesitzer gesehen, der auf seinem E-Scooter hier durch den Park fährt, als wäre der Also, das war ein Typ, der ist mit seinem das war so ein Offroad-E-Scooter irgendwie. Und damit ist er durch den Park gecruised, als wäre er der Boss. Deswegen denken wir, dass es der Parkbesitzer ist. So, jetzt sind wir beim... Da ist doch unser Auto. Da ist doch unser Auto. Ja, wir beenden den Vlog jetzt aber wirklich. Dann sind wir aus dem Park raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.